Es ist nicht nur ein Sprichwort, nein, es ist Tatsache. Im Leben muss man hin und wieder Ballast abwerfen, um neue Energie zu tanken und neu aufsteigen zu können. Das ist auch ein Lebensmotto von unserem freiheitlichen Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer. Und mit ihm gemeinsam werden wir es heute wagen, aufzusteigen. Wir fahren ja genau über dem Gebiet, wo Sie vor 13 Jahren Ihren Paragleiterunfall hatten. Wie geht es Ihnen denn heute hier dabei? Das vergisst man sehr schnell. Es ist doch schon einige Zeit her. Und wenn man gerne in der Luft ist, dann bleibt das einfach so. Das ist, für mich ist es so, dass das war. Und was war, das ist vorbei. Und ich fliege immer noch gern. Heute fahre ich ja, ich fliege nicht. Die Fahrt neigt sich dem Ende zu und am 2. Oktober heißt es dann, steigen Sie mit Norbert Hofer auf. Ich habe eine sehr schöne Ballonfahrt gehabt, mit der weiten Blick in den Bergen. War eigentlich perfekt auch mit der Landung, und sehr schöne ruhige Landung und perfektes Wetter. Und ja, das ist dann optimal gewesen. Es war ein perfekter Tag. Als wir gelandet sind, sind da Leute gekommen und gesagt, bitte kommt mit in unseren privaten Keller. Und da sind wir da bei Menschen, die wir gerade kennengelernt haben, die erst nicht nett zu uns sind. Es ist einfach traumhaft. Das ist selbstverständlich. Das ist selbstverständlich, wenn auf unserem Grund einer landet oder ein Ballonfahrer landet, darf er gern bei uns Gast sein. Und wenn man gesehen hat, wer es ist, und da ist er noch er. Und super, das passt schon so. Ja, ich hab's ja Glück gehabt, dass du mir glaubt seid. Alles Gute. Gut, tschüss. Tschüss.